Neulich saßen wir in einem Restaurant. Das Besondere war, dass an der Straßenecke der Startpunkt für ein Seifenkistenrennen aufgebaut war. Wir konnten einen Teil der Strecke überblicken und wir sahen auch, dass da einige Hindernisse eingebaut waren, die es zu überwinden galt. Rechts und links waren die Absperrungen gesäumt von vielen Menschen. Sie alle waren gekommen, um die Favoriten anzufeuern, zu klatschen, zuzujubeln, sie zu ermutigen oder sie auch auf Hindernisse aufmerksam zu machen. Alte, junge, Familien, alle waren gekommen und manch einer von ihnen wird sicher an diesen traditionellen Seifenkistenrennen auch schon teilgenommen haben. Sie hatten die Strecke abgefahren und sie hatten das Ziel erreicht und sie wussten, wo es galt, zuzujubeln und anzufeuern. Als ich in die Gesichter der Favoriten sah, konnte ich ihre Anspannung merken. Die Fahrzeuge, die sie hatten, waren ja nicht unbedingt mit Technik ausgestattet, sondern sie waren wirklich mitunter skurril zusammengebaut. Aber sie wollten unbedingt an dieser Fahrt teilnehmen und sie wollten unbedingt das Ziel erreichen. Ich konnte mich erinnern, wie es war, als ich als Kind auf einem Schlitten gesessen hatte und die Fahrtstrecke vor mir sah, wo so Lücken waren und Löcher und spitze Steine und wo ich wusste, wenn ich da auf diese Seite komme, wird meine Fahrt ausgebremst werden. Und ich war echt auch angespannt. Aber wir hatten damals so einen Schlachtruf, der hieß: Bahnfrei, ich komme. Das hieß Mut für uns selbst, aber auch für die, die unten hochkamen am Berg: Achtung, ich komme. Du kannst dir sicher denken, dass das jetzt natürlich Beispiele sind für unser ganz normales Christenleben. Vielleicht bist du gerade jetzt in einem Bereich auf deiner Lebensfahrt, wo du sagst: Ich weiß nicht, ob ich ankomme. Ich habe das Ziel nicht mehr so richtig vor Augen. Ich sehe eigentlich nur noch Löcher oder Dinge, die mich ausbremsen. Dann will ich dir heute sagen: Komm raus aus dem, was du an eigenen Möglichkeiten siehst und vertraue, dass Gott mit dir ist. In Johannes 4, Vers 4 heißt es: Der in dir ist, ist größer. Das spricht davon, dass das weit über deine Möglichkeiten zu agieren hinausgeht. Gott ist in dir. Er ist größer als die Hindernisse, als alles, was dir auf der Strecke in deinem Leben passieren könnte. Er ist größer und er versteht, wie du dich auch fühlst. Denn in dem Psalm heißt es: Er hat die Bedrängnisse meiner Seele gesehen. Oder in Psalm 31: Doch du hast die Stimme meines Flehens gehört, als ich zu dir schrie. Gott weiß, wie es dir im Moment geht. Er achtet auf deine Seele. Und er will trotzdem, dass du rufst: Bahnfrei, ich komme. Denn du kommst nicht in deiner Autorität, sondern du kommst in der Autorität Gottes. Der in dir ist, ist größer. Verlass dich auf diese Größe Gottes in deinem Leben, auf deiner Lebensfahrt. Und er wird dich ans Ziel bringen. Er wird dir das Ziel vor Augen stellen, ganz neu. Und er wird dich auf dieser Fahrt leiten und begleiten und er wird dich durchbringen. Er feuert dich an. Er steht da und will sehen, wie du diese Fahrt schaffst. Gott hat mehr für dich.